Paul Johnson. Ah, Kamerad, ist er! Habt ihr gesehen? Also wenn ihr das nächste Mal voll Kruzifix wegwerfen und wegrennen. Nicht eine halbe Stunde seinen Namen brüllen. Ich kaufe mir eine neue Taschenlampe auf jeden Fall. Und spare ich mir, glaube ich. Aber wie gesagt, das war nicht tiefe Temperatur bei 4 Grad. Das muss schon richtig ins Minus sein. In dem Farmhaus, das waren minus 10 oder 12 Grad oder sowas. Ein extra Fotoapparat wäre auch nicht schlecht, ne? Wenn hier Leute alle Bilder verballern, vorher schon. Ich war so nervös. Nee, ich meine, das eine jetzt am Ende, das ist ja egal, das passiert. Das war bei mir ja dasselbe, als Alex nicht mehr krepiert ist. Aber du hattest halt nur noch ein Bild und konntest dann halt nicht mehr irgendwie noch ein vernünftiges schießen, wie er mich da... Weiß ich nicht, was hat er mit mir gemacht? Hat er mich erwürgt oder sowas? Habt ihr was gesehen? Nee, ich hab bloß deine Leiche dann unten gesehen, aber ich hatte übelst Panik und hab mich... Ich hab irgendwie Hände sich da im Bild um mich schließen sehen. Ich glaub, wie wir da alle drei an der Tür gerade... Ich glaub, wie wir alle drei an der Tür da gerade standen und versucht zu öffnen. Ja, weil ich den Abend mehrfach gesagt hab, alle haben immer Panik gekriegt, aber dann der Geist war wieder. Ach, herrlich. Ach, nee, das war der brutalste Geist bisher. Ich fand den noch schlimmer als den, der dich gekillt hat im Farmhaus, weil ich den hier viel mehr gesehen hab gerade. Ich hab den im Farmhaus auch gesehen. Den hab ich nur ganz kurz gesehen, dann bin ich die Treppe runter und dann hab irgendwie keine Schritte mehr hinter mir gehört und kein Gejaule mehr von dir und wusste, du bist tot. Ich lieg da vielleicht schwer verletzt, hättest du ruhig mal nachgucken musst. Nee, nicht bei dem Geist, der da kam. Vor allem, wo wir vorher schon eigentlich wussten, dass das ein Dämon ist, ne? Wir wollten doch, glaub ich, nur noch das Foto von ihm machen. Die Beweise hatten wir ja alle. Was ja auch perfekt funktioniert hat, aber ich habe einen Haufen Geld bekommen. Ich habe mein Level eingebüßt. Aber ich habe zum ersten Mal mit dem Geist gesprochen, wie geil war das denn bitte? Das war nice, ja. Ja, ich verliere langsam echt die Stimme, ja, weil ich so schreie, ey. Alles cool, dass wir alle Angst haben. Das gehört dazu bei so einem Spiel. Ich glaube, der Rest verpasst so ein bisschen. Schade, dass ihr keine... Ja, vielleicht kriegen wir später noch wen dazu mit. Soll ich denn wieder ein Fotoapparat mit? Ne, ich nehme diesmal dieses EMF-Gerät, Alter. Alex war mir viel zu nervös. Ja. Ich nehme mein Thermometer wieder mit. Und was ist das hier? Salz. Okay. Das ist Salz hier, oder? Die Salz. Das oben sind die Räucherstäbchen. Alex, die Seife. Du kannst nur die Seife mitnehmen. Ich hab Salz und Baugerät und. So, wir brauchen noch die Filmkamera und noch die... Brauchen wir die Fotokamera diesmal? Oh, ist schön kompakt, das Haus. Wer? Boah, wenn ich rede und die Fotokamera, aber das ist Schwachsinn. Fabi, du bist mit Vorlesen dran. Ja, wollte ich auch gerade machen. So, Ziel 1. Entdecken Sie, um welche Art von Geist es sich handelt. Ganz was Neues, wie immer. So, Ziel 2. Finde einen Raum unter 10 Grad Celsius mit einem Thermometer. Gut, dass wir das mit haben. Ziel 3, finden Sie Beweise für übernatürliche Ereignisse mit einem EMF-Reader. Das hatten wir vorhin auch schon. Ja. Und Ziel 4, lassen Sie ein Teammitglied Zeuge eines Geister-Events werden. Ja, scheiß drauf. Gehen wir rein. Hallo, Leute. Wer hat jetzt keine Lampe? Ich hab jetzt nur einen V-Boy, aber es zählt ja als Lampe. Gut. Karen Miller! Ach nee, Moore hieß die. Schon gefailt. Wir haben hier schon nur 7 Grad, Leute. 5 Grad. In dem Gang hier. Stell die Kamera hier auf. Ja. 3 Grad. Kann man jemand beleuchten, damit ich sehe, wo ich die hinstelle? Den
nichts, etwas weiter. Ich hab da nicht dran gemacht. Hier in den Gang ist es kalt. Nicht eiskalt, aber kalt. Schaffen wir es noch? Achso, das ist ein ganzer Raum hier. Wie bestellt man die? Mit F. Links fliegt zum Drehen, F zum Platzieren. Gut. Im ganzen Raum ist es so kalt. Um die 5 Grad, 3 Grad. Ja, wir sind im Wald, ne? Ja, draußen war es wärmer. Okay, wir sind definitiv über die Treppe reingekommen. Das heißt, hier hinten ist ja kaum Platz mal zum Teil zu. Was sind keine Gefriertemperaturen? EMF haben wir keinen Ausschlag, oder? Nee, nichts. Das Licht flackert in dem Raum hier. Wo denn? Hier im Großen, oder was? Im großen Raum, ja, hat das Licht gerade geflackert, kurz, ja. 100 pro hier, irgendwie. Ja, ich würde mal sagen, einer geht in den Van. Ja, ja, Moment, es steckt aus, 2. Ja, hier in der Richtung war es kühler. Also, die Tür hat sich gerade geöffnet neben euch, oder? Ja. Ja, genau, ich war das nicht. Das hat sich 100 pro geöffnet gerade. Versucht jemand hier in den Van, versucht mal zu kommunizieren. Scheiß mache ich, hau ab. Warum jetzt schon? Ich will wissen, was die Kamera zeigt. Nein. Wir hören dich, ja. In dem Raum, wo die Tür aufging, war es nicht kalt. Das war relativ normale Temperatur. Ich sehe keinen Geist auf Dampf. Welche Tür war das? Das Buch mal, die Idee des Raums. Die Tür hier war das. Wo wir gerade stehen. Wo du hinleuchtest. Fingerabdruck, komm her, Foto. Ja, ja. Wir brauchen Bildkamera, hab ich die? Nee, die hat alles. Soll ich die Kamera holen? Ja. Wir haben hier einen Handabdruck an der Tür. Der Kamera. Nochmal wieder? Ist das jetzt für Jone schon was? Fingerabdrücke, genau, das ist für Jone erster Beweis. Kann mal jemand hier in den Raum reinleuchten? Mach das Licht an. Ja, der Raum ist aber normal, 13, 17 Grad. Nicht auf. Dann Ausschau halten nach dem Schlüssel. Waren wir eigentlich schon oben? Oben waren wir noch nicht, nein. Nee, waren wir noch nicht. Also gefühlt sind die schon um, aber können wir machen, ja. Wird eh bald das Licht ausfallen, 100 pro. Ich hab's Kinderzimmer gefunden. Talkies? Gingen die nicht mehr oder warum hat da einer down gedrückt gerade? Weiß ich nicht, ich habe nichts gedrückt. Ich höre nur down das Geräusch und dann spricht aber niemand. Ja, ich habe das aber auch. Ich bin gerade, ich bin mal zu Ben noch.
Wie bitte? Zum Van. Gib mal das Buch. Das Geisterbuch habe ich. Ach stimmt. Das müsste ich mal noch in den kalten Raum legen. Genau, mach das mal bitte. Ruf sie dir mal, okay? Was sagt die Uhr, Alex? Sagt tot. Der wo oben rechts, der gerade geknackt. Buch habe ich abgelegt. Es knattert da oben rechts. Ja, da oben ist auch kalt. Geht vielleicht mal irgendwo hin. Oder? Mein Thermometer zeigt nichts mehr. Keine Erinnerung. Ja, mich wird noch kurz das Salz holen. Ja, hier oben knattert was. Ah, Temperatur ist doch normal hier oben. Das war noch ein Leck von vorher. Und mit dem Salz zurück. Hat er schon ins Buch geschrieben, vielleicht? Lampe? Wird hier mal Salz streuen. Vielleicht noch ein Finger. Aber da muss ein bisschen eng. Ich würde jetzt hier vor der Tür machen, oder? Wartet mal kurz, seid mal kurz leise. Carol Moore, gib Zeichen. Da drüben! Sie kommt! Ich sehe sie. Foto da hinten rechts. Kann einer ein Foto machen? Nein, ich kann kein Foto machen. Kruzifix liegt. Rechts, Alter. Zwerg ist dies weg. Ja, aber die Tür geht noch nicht auf. Jetzt müssen wir so auf jeden Fall, wie wir so Akku machen. Warum kommt? Ich weiß ja, wo noch ein Ausgang ist. Warum kommt sie immer, wenn ich. Tür ist offen. Mal jemand mit zum. Wie bitte, Chris? Komm mal bitte immer mit zum Buch. Ja, ich komm mit. Ich nehm's wieder mit. Ich glaube, die hat da nichts reingeschrieben. Ja. Buch ist leer, ich hab's mitgenommen. Aber wie sie aus dem Dunkeln rauskam, ja? ich hab's Kamera jetzt, wollen wir. Hatte keiner die Fotokamera mit, das ist so fail eigentlich. Ah, das Buch habe ich wieder hierher gelegt. Ich glaube, da hat die keinen Bock drauf zu schreiben. Mein Kruzifix liegt aber noch drin. Ja, wir können noch ein Foto von der Ollen machen. Ich beobachte hier. Ja, deshalb. Schmeiß mal die Kamera weg. Handabdruck haben wir ja. Will jemand noch meine Taschenlampe mitnehmen? Achso. Gib mal eine Temperatur, ne? Ey, wir haben schon alles fertig an Zielen, außer zu wissen, was ist. Temperatur ist nicht tief gefroren. Es waren 4 Grad, nicht Minusgrade. Wir können auch wieder normal reden übrigens. Stimmt. Wie sieht die Sanity aus? Gut. Hat EMF ausgeschaltet? Ja, hat. Komplett, ja. Komplett? Okay, dann haben wir Fingerabdrücke. Und EMF Ebene 5. Was ist das dritte? Was habt ihr noch? Beweis 3? Was habt ihr? Ich hab noch nichts als drittes. Es ist Revenant oder Banshee. Die sah aus wie eine Banshee, wenn du mich fragst. Banshee, finde ich auch, ja. Aber ich lese mal noch fix, was das ist. Revenant. Ein Revenant ist langsam, aber attackiert heftig und wahllos. Gerücht zufolge ist ein Revenant schneller, wenn er jemanden jagt. Stärken wird schneller, wenn er sein Opfer jagt. Schwächen versteckt man sich vor dem Revenant, bewegt er sich sehr langsam. Das kann sein, als wir um die Ecke sind. Kam die ja dann nicht hinterher, oder? Richtig, genau. Aber dann hätte langsam, die ins Geisterbuch ist. Geschrieben. Hat sie nicht. Das wundert mich gerade ein bisschen. Ich schau mal noch, was die Banshee ist. Die Banshee ist ein Jäger und wird alles attackieren. Es ist bekannt, seine Opfer zu stalken, bis es jemanden tötet.
dann möchte ich da nicht unbedingt nochmal rein. Stärken Banshee wird jeweils nur eine Person jagen. Schwächen Banshees fürchten das Kruzifix und sind weniger aggressiv in seinem Umkreis. Das könnte das sein, sein, wenn, wenn das Kruzifix da irgendwo lag und wir sind da hingeflohen. Hab's instant geworfen und sofort war die weg, nämlich. Da bräuchten wir aber eigentlich Gefriertemperaturen. Ich weiß jetzt nicht, ob 4 Trotz. Grad als Gefriertemperaturen, 3, 4 Grad da schon reinziehen, weil als ich das letzte Mal hatte, waren das wirklich minus 10 Grad oder so. Wir können natürlich eine 50-50-Chance drauf eingehen, dass wir Banshee sagen, aber... Wenn es dann Revenant ist, ärgern wir uns. Nur weil die jetzt bei einem Versuch nicht ins Buch geschrieben hat, das muss ja nicht unbedingt was heißen, oder? Möchte nochmal jemand rein mit dem Buch und Thermometer? Ja, mach ich. Nee, warte mal, wir hatten ja am wenigsten. Scheiße. Ja, Mühli muss rein. Du Sanitino 83. Dir geht's gut, 10% mehr als wir. Nee. Doch. Ich hab gerade erst mein Zeug verloren, also ich will nicht nochmal sterben. Komm, Alex. Ja, ich bin auch schon gestorben. Chris, der Einzige, der nicht gestorben ist. Du hast aber am Bunny wenigstens am meisten Sanity. Ja, das ist egal. Ja, es ist ein Beweis, komm. Wo ist das Thermometer? Ab, raus mit dir. Ich geh schon. Ich kann die aber nicht rufen, ne? Kann die auch nicht rufen. Komm, ich hab mit jetzt Alex, bleib hier. Geh da jetzt zu dritt, komm. Geh da jetzt zu dritt. Was will die machen, wenn wir zu dritt sind? Die Türen verschließen und jeden einzelnen ab. Bevor ihr aber geht, nimmt das Kruzifix auf. Ja, wo ist denn das? Bleibt hier auf dem Boden noch. Ja, warte mal, vielleicht kommen wir die Kamera. Warte mal, ich nehme mal die Kamera mit. Ja, die brauchen wir nicht. Orbs sind hier nicht. Oh, ich habe was aufgesammelt. Hier ist hier aufgegangen. Ich habe gerade hier einen Teller aufgesammelt. Gut, ich habe das Buch mal auf den Tisch gelegt. Willst du rufen? Nein. Der wollte gerade rufen. Oh, wir haben doch noch nicht mal die Kamera hier gehabt. Okay, Kamera mal da. Teller. Kann man den Teller sehen? Ja, du hast einen Teller in der Hand. Fein gemacht. Kann ich den wegschmeißen? Ja, ja. Schmeißen? Wir haben hier so 3,6, 4, noch was, 6,7. Die Ecke, wo die herkam, ist bei 4,5 Grad. Das ist halt nicht tief gefroren eigentlich. Aber ins Buch hat sie auch nicht geschrieben. Das ist halt das Komische. Den sage ich ihr was. Warte mal, ja, dass wir rausgehen können. Kannst. Als Aina bleibt hier. Wer hat das Licht ausgemacht? War's nicht. Da, Foto. Hast du erwischt? Da ist das drauf, oder? Ja, ich hab ein Foto, aber ich hab nichts getroffen. Nee, stimmt. Ach, das ist zusammen, oder? Mach mal Licht wieder an. Ich glaube, die Sicherung ist raus. Alle Lichter sind aus. Scheiße. Wir haben noch 3 Bilder. Brauchen wir nicht. Unser Buch liegt noch drin, aber das brauchen wir auch nicht. Kann mal jemand mit den Taschenlampe mitkommen? Ich will eigentlich nicht mitkommen. Komm. Ich komm mit. Ich hätte lieber eine Kerze. Hey Leute, sagt einfach ihren Namen, vielleicht kriegen wir uns dann. Ah ja, ja, du bist ja nicht hier drin, Marc. Ja, ich sitze an der Tür. Karen Moore. Halt die Fresse. Ich hab doch gar nicht das Gerät, um mit dir zu sprechen. Hinter dir alles, hinter dir! Da ist nix. Mach dir nicht in die Hosen. Das muss einfach grad sein, wenn du so an der Tür kämpfst. Los, kommt jetzt, Alter. Da war nichts, Alex. Komm, du kannst hier alleine reingehen. Ich hab einen Teller. Nee, okay, sag den Namen jetzt. Sag den Namen. Okay, okay, warte. Beryl Moore, schreibe was in das Buch. Okay, okay. Mach das Gerät aus. Oder? Falls die doch was sagen. Wir müssen will, zum Buch gucken. Ich hab keine Taschenlampe, Mann. Komm, Eier. Da steht nichts drin. Ich muss nochmal. Ja, hier sind schon 5 Grad auf dem Tisch. Also, das ist aktives Gebiet für sie. Nehmen wir unser Zeug mit und rennen und machen 50-50. Scheiß drauf.
Sag doch einmal den Namen noch damit. Mach ich. Nein, dann sterben wir. Die hat uns eben schon fast erwischt. Das hab ich das jetzt? Nee, du hast alles aufgesammelt. Nee, das andere konnte ich nicht aufsammeln, weil ich bin voll. Wirf den Teller weg. Ich bin hier draußen. Einfach wegsagen und dann so. Mach. Ja, aber von hier draußen aus Foto dann. Dann war. Ja, von hier draußen. Ja, Alex kommt, ich seh nichts. Ich geh mit. Wir können uns das Teil wiederholen und dann gehen wir raus und dann. Hab's. Gut. Hier, einmal von hier draußen noch. Die Tür nochmal auf, einmal von hier draußen sagen und dann. Ihr Namen dreimal hintereinander. Der ist so tot. Du bist gerade, Alter. Hast du gerade was gesagt? Nö, wieso? Dreimal, sag ihren Namen dreimal und ohne ein Zeichen. Nee, mal, Alter, ich hab gerade was gehört. Ich hab gesagt, ganz leise. Ja, okay, Assi, Alter. Ich hatte gehofft, du hörst es nicht, aber verstanden hast es wenigstens nicht, das ist okay. Ich komm mit rein. Du musst auch mit rein. Karen Moore. Genau. Karen Moore. Billy ist dein Sohn. Von rechts hat was geknarrt. Oh! Wer war das, Alter? Ich weiß nicht. Lass uns ja raus. Ihr wart das wirklich nicht, oder? Weil die ging so schnell zu. Nein! Ich hab die auch nicht. Oh fuck. Oh Gott, ja, dass der Kleine eingesperrt wurde. Ja, guck dir den Ausschlag an. Ja, es hat auch nur 5 Grad vom Eingang. Wobei, nee, das aktualisiert sie gerade nicht. Nee, die 5 Grad waren noch von drin. Ach, Alex, ey, Gott sei Dank war der noch. Oh Gott. Wie bitte? Jetzt 50-50, Leute. Ist es. Banshee oder das andere Revenant. Ich wäre ja für die Banshee mehr. Mhm. Ich wäre glaube ich auch eher für die Banshee. Wobei Banshee müsste was ins Buch schreiben, theoretisch. Ne, das war Gefriertemperaturen. Vielleicht haben wir auch den ganz kalten Bereich einfach nicht entdeckt. Stimmt. Aber ins Buch hat die ja nichts geschrieben. Das lag da auf dem Tisch, das lag dann auch vorher schon weiter hinten irgendwo. Auf der Couch oder ja. Da, was das da war. Also Buch war es nicht, würde ich sagen, ist es Banshee, weil Gefriertemperaturen kommt dann eher hin. Nehmen wir einfach alle Banshee und dann... Ja. Ja. Wir haben ja immerhin, wenn wir Ziel 1 jetzt auch nicht ganz richtig haben, sollten die anderen 3 Ziele geschafft. Darf ich mach die Bude zu. Good job, hier. Leute, good job. Das war gerade richtig. Das reicht jetzt erstmal mit Farmhäusern, ja? Ja. Warum habe ich nicht bei der Schule aufgepasst? Welcome back. I've prepared some jobs for you. Nein, es war ein Spirit? Was ist denn ein Spirit? Aber wir haben für ein Foto noch $10 gekriegt, immerhin. Good job. Es lag auch irgendwo ein Knochen rum, den haben wir leider nicht eingesammelt. Was ist denn ein Spirit? Hatten wir irgendwas falsch? War das vielleicht kein Fingerabdruck, weil es eine ganze Hand war? Es war eine Hand. Was hatten wir als zweiten Beweis? Das war EMF, oder? Richtig, EMF, ja. Und war der auf 5? Temperatur habe ich, glaube. Der war auf 5, ja. Aber hey, immerhin $40, also ich beschwere mich da jetzt nicht. Ist okay. Wir haben unser Zeug behalten, ne? Haben ein bisschen EP gekriegt. 60 habe ich gekriegt. Ich bin eigentlich Level 2. Ja. Nice. Puh. Aber das Finale war holy moly. Das war holy moly. Ich war jetzt einfach zu greedy, da noch ein Foto. Ja, wir waren auch echt knapp dran, ne? Aber die hat uns dann einfach rausgeschmissen, was willst du machen? Das war einfach Fail, dass ich die Kamera nicht dabei. Am Anfang, ja. Als du die Filmkamera gestellt hattest, hättest du wieder in den Van gehen müssen, die Fotokamera holen. Hab das ich ja, aber dann bin ich lieber reingegangen und hab das Salz noch geholt, weil ich das Salz stellen wollte. Das haben wir ja gar nicht gemacht dann. Das war natürlich Fail. Ja, bis mal versehen.
Puh, noch eine Runde? Ja, aber noch nicht, kein Farmhaus, wie du schon sagst. Nee, kein Farmhaus.